In Essen bestätigte Alfried Krupp die aufsehenerregende Nachricht, dass sein Konzern, der 156 Jahre im Familienbesitz gewesen ist, in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt werden soll. Zu den großen Aufgaben, die vor uns liegen, gehört auch eine Änderung der Rechtsform unserer Firma. Ich habe mich deshalb entschlossen, die Firma über eine Stiftung, die Ausdruck der dem Gemeinwohl verpflichteten Traditionen des Hauses Krupp sein soll, in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln. Diesen Weg zu gehen, ermöglichte mein Sohn Arndt durch seinen Erbverzicht. Für seine verantwortungsbereite Einsicht möchte ich ihm vor aller Öffentlichkeit ausdrücklich danken. Washington pilgert zur meist umstrittenen Dame der Woche. Sie hängt seit kurzem in der National Gallery.